damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Packungöffnungsvideo hier bei Hearthstone, das Addon Un'Goro. Ich habe wieder 36 Karten und das heißt da wieder, ich habe diesmal 36 Karten, ein bisschen weniger als beim letzten Mal. Ich habe mir die Karten auch nur über Gold gekauft, das ich noch übrig hatte. Ihr seht, ist ziemlich ausgeschossen momentan. Ich habe alles investiert, ich habe 36 Packungen und wir öffnen die jetzt nochmal zusammen und hoffen natürlich auf jede Menge Legendaries. Ja, wir fangen gleich mal an. Die meisten Karten haben wir bereits in der ersten, im ersten Video angesehen. Also da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Und zwar haben wir hier Flammengeysir zweimal wieder. Wie toll ist das denn? Riesenwespe, Gezeitenwoge und für die Seltene haben wir hier Kristallorakel. Haben wir alles schon gehabt, deshalb machen wir auch gleich mal weiter. Und schauen uns die zweite Packung an. Hier haben wir, was haben wir denn da? Einmal blau. Und die kennen wir alle auch. Donnerechse, ja, kennen wir alle auch schon aus dem ersten Video. Die seltene Karte ist in diesem Falle Steinformer der Tolvir, haben wir auch schon gehabt und deshalb geht es auch gleich weiter. Ja, ich denke mal, das Video wird ziemlich kürzer als das letzte, weil wir halt, wie gesagt, die meisten Karten bereits kennen. Reizbarer Terrorhorn kennen wir, Halluzination kennen wir, Teufelshund von Lakari kennen wir. Und hier die seltene, da haben wir lichtgeladener Stegodon, haben wir auch schon gehabt. Und in diesem Falle hier ist wieder das Kristallorakel an der Reihe. Kennen wir auch schon. Gut, weiter ins Verderben. Ich will hier Legendaries. Oh, ein Episch. Ich krieg's hin, ne? So. Werde ich gleich so nervös, dass die Maus nur noch hin und her springt. Da haben wir die seltene Totem der Urflossen. Das gibt jede Menge Staub wieder. Und die epische Riesenanaconda. Ich glaube, die haben wir auch schon gehabt, bin mir aber nicht ganz sicher. Schauen wir die an. Riesenanaconda für 7 Mana 5-3 Wildtier. Todesröcheln, ruf aus eurer Hand einen Diener mit mindestens 5 Angriff herbei für den Druiden. Ist, ja, ist nice. Ist eigentlich ganz nice. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich diese Riesenanaconda bereits hatte. Naja, ich werde es ja bald feststellen können, wenn ich nämlich Staub machen will. Ich habe eine goldene, sehr schöne Verbindung, verbindende Heilung. Stellt bei einem Diener und eurem Helden 5 Leben wieder her. Für 1 die Priesterkarte ist auch schon bekannt, jetzt noch in golden. Und die seltene ist hier Frostkoloss. Dieser Diener wird eingefroren, nachdem er angegriffen hat. Für 6, 8, 8. Okay. Warum man auch immer sich selber einfrieren sollte. So, 31 Kartenpackungen noch. Weiter geht's. In diesem Falle hier haben wir einmal selten und ein zweites Mal selten. Alles klar. Die kennen wir alle. Instabiler Elementar. Todesröcheln fügt einem zufälligen feindlichen Diener 3 Schaden zu. Für 2, 1, 1. Ja, kennen wir. Hier, selten. Kristallorakel zum dritten Mal innerhalb von 6 Packungen. Wie geil ist das denn? Nee, ist es nicht. Ah, kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Geschmolzene Klinge. Für 1, 1, 1 für den Krieger. Verwandelt diese Karte in jedem Zug, in dem ihr sie auf der Hand habt, in eine zufällige Waffe. Okay. Okay. Ich frage mich gerade, ob beim ersten Verwandeln die dann wieder verwandelt, weil dann hat sie die Fähigkeiten der Waffe, in die sie verwandelt wurde. Ne? Soweit begriffen. Bin ich gespannt. Ist sicherlich nicht schlecht für einen Krieger. Kann ganz nützlich sein. So, jetzt haben wir hier selten. Und den Rest hier kennen wir wahrscheinlich alles. Ja, natürlich. Und die seltene Klonkapsel kennen wir auch. 29 Packungen. Es geht voran. Es geht voran. Einmal selten. Ja, die kennen wir alle. Ziemlich viele Elementare. Terfürst, den möchte ich mal spielen als Krieger. Und hier haben wir die seltene Fütterungszeit. Alles schon bekannt. Weiter. 28 Packungen. Legendaries. Ah, eine epische. Ist schon mal gut. Eine seltene. Da haben wir in Bernstein gefangen. Kennen wir auch schon. Und die epische ist gutmütiger Megasaurus. Kampfschrei mutiert eure Murlocs. Den hatte ich noch nicht. Den hatte ich noch nicht. Habe ich schon gesehen. Habe ich aber noch nicht in meiner Bibliothek verankert. Könnte ich vielleicht noch ein zweites Mal gebrauchen. So, einmal selten. Der Rest ist bekannt. Und die seltene ist hier Echsenwandler. Kennen wir auch schon. 26 Packungen.
Splash. Ja, wie gefällt euch bisher das Add-on? Ich würde mich sehr interessieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bis vorhin nicht wirklich Spaß damit. Vorhin heißt vor etwa einer Stunde. Geschmolzenes Ebenbild. Schauen wir uns eben das mal ganz kurz an. Magier 4 Mana. Wählt einen befreundeten Diener und ruft eine Kopie davon herbei für Magier. Ja, wie gesagt, bis vor circa einer Stunde hatte ich wenig Spaß am Add-on. Und weil halt, es ist alles ne, Schurken und Krieger. Es gibt zwei, drei Decks, die man spielen kann. Ansonsten kriegt man nur auf die Schnauze. Hab ich gemeint. Ich habe mir ein Magier-Deck zusammengebastelt und das funktioniert extrem gut. Auch gegen die Quest-Schurken und gegen diese Tank-Krieger. Extrem gut, muss ich sagen. Ich muss mal schauen, ob ich dazu ein Video machen kann. Golden und selten Fütterungszeit. Diesmal in golden und geschmolzenes Ebenbild. Haben wir auch schon gehabt eben. Nächste Packung. Ja, wie gesagt, das Magier-Deck ist echt genial. Macht auch richtig Laune, das zu spielen, muss ich sagen. Weil dieser Quest-Schurke, ganz ehrlich, das geht mir sowas von auf den Sack. Das ist immer das Gleiche. Hier haben wir und ist einfach so random. Es ist so random. Diener von Kalimos kennen wir auch. So, der ist übrigens auch in meinem Magier-Deck. So ein Elementar-Magier-Deck. Funktioniert, wie gesagt, relativ gut. Hier haben wir... ja. Und wieder golden und selten. Oh, da ist die geschmolzene Klinge zum zweiten Mal. Diesmal sogar in golden. Ich habe sie wieder zweimal in einer Packung. Es gab ja bereits Meldungen von Spielern, dass es irgendwie ein Bug sein könnte, dass immer wieder zwei gleiche Karten in einer Packung ist. Blizzard hat dann gemeint, sie haben das kontrolliert. Es ist alles okay. Der Loot wird ganz normal vergeben. Ich sagte aber schon im ersten Video, habe ich doch auch schon erwähnt, dass ich immer wieder doppelte Karten in einer Packung habe. Schon wieder golden und selten. Wie geil ist das denn? Ich kriege hier goldene Karten. Agogo. So, Teufelssaurier-Ei. Kennen wir auch schon. Todesröcheln ruft einen Teufelssaurier 5-5 herbei für 3-0-3. Ist ganz eine tolle Karte eigentlich. Besonders so in einem Hexenmeister-Deck. Und ich habe drei seltene drin. Da ist Steinhöhenverteidiger. Und nochmal eine seltene Dame, der Wächter von Tolvia. Gibt jede Menge Staub. Sag ich auch nicht nein. Damit können wir Legendaries produzieren. Ich möchte aber jetzt auch noch eine Legendary hier kriegen einmal. Das ist ja unglaublich. Ja, nix. Die seltene hier ist bösartiges Jungtier. Kennen wir auch schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Freude an goldenen Karten. Ja, ich bin ein kleiner Fan von goldenen Karten. Ich habe eine epische. Yay. Ich werde die nie zu Staub verarbeiten, die goldenen. So, bösartiges Jungtier und Fütterungszeit ist auch immer die gleichen Karten, ne? Immer die gleichen Karten, unglaublich. Und die epische, da haben wir erkundet Ungoro. Ha, ersetzt euer Deck durch Kopien von entdeckt eine Karte. What in the name of God? Was soll denn das jetzt bitte? Ersetzt euer Deck durch Kopien von entdeckt eine Karte? What the hell? Wieso sollte man das tun? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Entschuldigung. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Aber irgendeinen Sinn wird es schon haben. Aber momentan kommt das mir hier nicht in den Sinn. So. Dreimal normal, kennen wir alles. Und die seltene ist Raptor, Jungs. Todesröcheln mischt einen Raptor 4-3 in euer Deck. Für 1-2-1 für Jäger. Ganz eine tolle Karte für ein Jägerdeck. Da muss ich mir auch noch ein neues erstellen. Ich habe meine alten Decks alle gelöscht und werde da alles von vorne beginnen. Momentan ist halt wirklich das Magier-Deck, das ich spiele. Mal schauen. Wenn die nächste Quest kommt, mach hier mit einem Jäger 5 Siege oder so, dann werde ich das auch wechseln. So, irdene Schuppen kennen wir auch aus dem letzten Video. Und die nächste Packung ist an der Reihe. Hier haben wir immer noch keine Legendary. Unglaublich. Blizzard, mach mal was. Mach mal was für deine Kunden hier. Golakakrabler. Ja. Okay, Kampfschrei vernichtet einen Piraten und erhält +1/+1. Für 2/2/3 alle Klassen können die Karte nutzen. 16 Kartenpackungen. Wir haben schon über die Hälfte durch und noch keine einzige Legendary.
Die kennen wir auch. Alle mutierte Sporen haben wir auch schon gehabt. Mutiert alle unsere Diener, die auf dem Feld sind. Dann haben wir hier wieder nur eine seltene. Alles bekannt, haben wir sogar in Golden gekriegt. Und hier grausamer Dinomantin. Die kenne ich nicht. Für 6 Mana, 5-5 für den Hexenmeister, Todesröcheln. Ruft einen zufälligen Diener herbei, den ihr in diesem Spiel abgeworfen habt. Das ist ja mal nice. Ja, für den Hexenmeister ganz nice. So. Next one. So, einmal selten und der Rest hier ist bekannt. Die seltene ist in diesem Falle Steinformer, der Tolvia haben wir auch schon mehrere Male gehabt. Next, da haben wir einmal selten und ich sag mal, keine Legendary hier, kann ja wohl nicht wahr sein. Mutierte Sporen kennen wir. Das gibt mir eine Menge Staub dann. Jede Menge Staub. Einmal episch. Episch haben wir hier Pteridenhydra. Pteridenhydra? Kenne ich nicht. Für 5-8-8 fügt eurem Helden jedes Mal 3 Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Doch, kenne ich. Ich weiß nicht, ob ich die schon gehabt habe, aber habe ich auch schon gesehen. Next, da haben wir. Was haben wir denn da? Einmal selten, zweimal selten. Ist aber immer noch keine Legendary mit dabei. Macht mich langsam ein bisschen wütend. Kristallorakel zum 500.000. Mal und auch die mutierte Spore. Ja, 10 Kartenpackungen. 10 Kartenpackungen, Freunde. Was meint Blizzard? Wollen sie mir dann doch noch eine Legendary geben? Scheint nicht so. Aber in Bernstein gefangen. Gibt's nochmal oben drauf. So. Und jetzt episch, selten und legendary, Freunde. Was für eine Kartenpackung. Erst einmal schauen, was wir hier kriegen. 2 Raptoren, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann beginnen wir mal mit dem Seltenen. Da haben wir Mana-Bindung, Geheimnis. Wenn euer Gegner einen Zauber wirkt, erhaltet ihr eine kostenlose Kopie davon auf die Hand. Für 3 Magierkarte kennen wir bereits. Dann die epische. Hier haben wir Schatteninvasion. Schattenvisionen. So, sollte man auch noch lesen können. Entdeckt eine Kopie eines Zaubers aus eurem Deck. Für den Priester 2 Mana. Und jetzt, Freunde, kommt die Legendary. Los geht's! Wow, legendär. Öffnet das Portal. Eine Questkarte für den Magier. Wirkt 6 Zauber, die nicht zu Beginn in eurem Deck waren. Belohnung, Zeitkrümmung. Ja. Toll. Werde ich aber nicht gebrauchen. Ganz einfach. Werde ich nicht spielen. Jetzt hier. Oder zumindest noch nicht. Vielleicht mache ich mir mal ein Deck auf die Karte bezogen. Golden und gewöhnlich. Teerkriecher. Den brauche ich in meinem Magier-Deck. Von daher werde ich den jetzt auswechseln. Ich finde das ganz toll, so diese goldenen Karten. Wie gesagt, die mag ich. Selten Stachel. Bewährtes Reittier kennen wir bereits. 7 Kartenpackungen. Ist da nochmal eine Legendary drin? Ich denke mal bei, was hatten wir, 36 Kartenpackungen sind 2 Legendaries schon okay, ne? Eines ein bisschen wenig. Hier selten, da haben wir wieder der Tolvier-Steinformer. Kennen wir 6 Kartenpackungen. Bams, einmal episch. Und einmal selten. Die seltene ist in diesem Falle Kristallorakel 1000-fach gehabt mittlerweile. Und die epische ist hier geladener Teufelssaurier. Für 8 Mana 7-7 für alle Klasse verfügbaren Wildtier. Ansturm, Kampfschrei kann in diesem Zug keinen Helden angreifen. Ja, okay. Es geht weiter. 5 Kartenpackungen. 5 Kartenpackungen und Legendary ist da keine dabei. Die seltene ist in diesem Falle eher so eine Schuppen. Wayne, weiter geht's. Hier haben wir nun auch wieder einmal selten. Die wollen mich echt auf die Folter spannen. Hier Totem der Urflossen. Auch diese Karte ist uns bekannt, bestens bekannt. Ist für ein Schamanen-Murloc-Deck gut zu gebrauchen.
Die kennen wir natürlich alle. Und hier die seltene lichtgeladene Stegodon. Auch der ist bereits in meinen Karten vorhanden. Hier selten. Und fertig. Jetzt will es gar nichts mehr raushauen. Geschmolzenes Ebenbild kennen wir. Und jetzt die letzte Kartenpackung. Wird hier nochmal ein Legendary mit dabei sein. Das sieht nicht so aus. Einmal selten. Zweimal selten. Noch eine goldene zumindest. Na. Verbote der Feuersäule. Vorbote der Feuersäule. Kampfschrei verringert die Kosten von Inventaren auf eurer Hand um 1. Für 2, 1-1 für den Schamanen. Und hier kriegen wir das kleine Raptor-Junge. Raptor-Junge, Todesröcheln mischt einen Raptor 4-3 in eure Deck, in euer Deck. Für 1-2-1 Jägerkarte Wildtier ist ja bereits bekannt. So, mich nimmt jetzt noch ganz kurz Wunder, wie viel Staub ich hier gekriegt habe dafür. Das ist ziemlich interessant vielleicht. Mal schauen. 1230 epische. Die ganzen epischen Karten habe ich noch nicht gekannt. Und hier seltene 30 seltene Karten habe ich mittlerweile mehr als zweimal gehabt. Und 126 gewöhnliche. Schön. Gibt jede Menge Staub. Entzaubern wir. Also ich kann hier schon ein paar Legendaries zusammenbauen, wenn ich mir Decks zusammenbasteln will. Von daher kein Problem. Ich bedanke mich in diesem Falle fürs Zuschauen. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wie gesagt, gerne Kommentare. Wie gefällt euch das Add-on bisher? Welche Decks spielt ihr momentan? Schreibt mir doch das doch in die Kommentare. Und ich werde schauen, dass ich vielleicht jetzt das so machen werde, dass ich unter der Woche das Gold zusammen sammeln werde. Wenn ich ja eh nicht da bin, also nicht zu Hause bin, wenn ich in der Ausbildung bin. Und wenn ich dann zurückkomme am Wochenende, dann könnte ich das ganze Gold in Packungen verpacken und diese dann mit euch zusammen öffnen. Ich werde noch schauen, wie das sich ausgeht. Wenn ich da nur 5 Packungen habe, dann rentiert das ja auch nicht wirklich. Vielleicht gibt es aber ein bisschen mehr und dann könnte ich so ein Video machen, wenn das okay wäre für euch, ne? Auch sonst. Für mich ist okay dann. Ja, egal. Wir werden es schauen, ob das so kommen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.